Geil. Oh, jetzt können wir kochen hier. Haselnüsse und Mehl und Feuer und zum Reinigen oder was? Flor? Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ach, Kastanien. Entschuldigung. Aber wo krieg ich denn das her? Wo krieg ich denn Flor her? Ja klar, nutze ich deren Plattform und die sind verantwortlich für den Inhalt, aber wofür macht man denn dann eine Begrenzung des Kanals vom Alter her? Ich meine, wenn ich meinen Kanal auf 18 lege, ist ja vom Inhalt nichts mehr verboten eigentlich. Du darfst immer nur eine Scheibe nehmen. Achso, Turm auf die andere Seite, ja, blöd, ja, vor allem. Ja, die Schublade. Das darf man. Sowas darf man bei Point-and-Click-Spielen nicht hinterfragen. Das ist. Das ist einfach so. Allein der Mechanismus dahinter. Das kannst du geben. Die leben in der Zukunft. Was ist denn hier? So, drauf, Kastanien. Ich muss sie erst zerkleinern. Na klar. Stöße drin. So. Fein. Was? Ist das ja jetzt drin? Ich glaube, ne? Und irgendwie das Schloss öffnen. Ja. Du hast Kleber gemacht. Ich habe Kleber gemacht. Okay, und warum habe ich Kleber gemacht? Hier benötige ich Klebstoff. Na klar. Zuerst muss ich den Steinfrosch reinigen. Achso. Ich habe einen Karton. Kann ich den. Kann ich einfach mit meinem Arsch drüber rutschen? Zum Reinigen. Ja. Am besten die Fresse von Elfi. Die kann ich gut zum Reinigen. Hier die Klobürste. Die Klobürste ist doch super zum Reinigen. Hier könnte ich etwas trocknen. Das ist ein Top-Reinigungsgerät. Will er mir erzählen, geht nicht, oder was? Bisschen Essig hier. Essig, Öl, irgendwas. Nope. Alles klar. Did you see that flash of lights? It came from the museum. I left Serge in charge of bringing their power back on for the museum displays after last night's vandals. We need to go back and make sure that he hasn't zapped himself. Ich will da rein. So you saw my little light show, huh? Just a small snafu with the wiring. It's all sorted out now. I've made a diagram of what lights we have and what we need lit. Can you make sure we don't have any overlapping areas? Don't want to blind the tourists, you know. Ich verstehe. Ich weiß, was du meinst. Was? Ordne die Lampen so an, dass alle Bereiche beleuchtet sind. Die beleuchteten Bereiche dürfen sich aber nicht überschneiden. Oh, jetzt wird's aber krank hier. Ja, wisst ihr? Da haben wir nämlich schon die Problem an der Geschichte. So. Tja. Well done. Everything looks beautiful and ready for tomorrow's opening. Now we just need to sort out the dark spirit that's trying to sabotage the park. Here, take this. I don't think we'll need it anymore. Brauchst du nicht mehr, ne? Du sowieso nicht. Du hast na ja nichts gemacht. Oh, die Lichter wurden installiert. Jetzt können wir dem restlichen Team helfen. Als ob ihr irgendwann was macht. Hast du Dr. Waters gefunden? Er hat die Luft aufgelöst. Und trotzdem stehen sie alle hier rum. Die gucken sich immer noch ihre Klamotten da hinten an. Oh, das ist aber ein schöner Schal, du. Menschenskinder. Den nehme ich mit. Schon wieder abgeschlossen. Ich frag mich, wo der Schlüssel diesmal ist. Ja, ich weiß ja nicht. Was ist denn das hier? Ein authentisches Zelt? Was? Bürgerkriegszeiten. Ach, echt, ja? Cool. Oder Karte kann ich mich. Ja, Kartenteil. Kappen Kartenteil.
Wo waren der Schlüssel beim letzten Mal? Weiß ich auch nicht mehr, ne? Was haben wir denn hier an Seil? Kann ich wen anrufen? Nee, ne? Günther Jauch oder so? Na gut. Eine authentische Kanone, ja, das hatten wir ja auch schon. Das kennen wir doch alles. Das Kartenteil, Schraubenschlüssel. Was mache ich mit. Ah! Im Müll rumwühlen, siehst du? Wollte ich vorhin schon? Jetzt geht's. Gucke an. Da ist natürlich der Besen. Ja, so wie eine Bürste. Das ist der Besen. So, der Frosch ist gereinigt. Jetzt können wir hier. Was haben wir hier? Ordne die drehbaren Teile des Totenpfahls so an, dass das Wasser durch alle unteren Kanäle fließt. Aha. Moment mal, meine Freunde. So haben wir das aber hier nicht. Funktioniert überhaupt nicht so. Das Ding hat ja gar keine Verbindung. Da haben wir. Fehlt nur noch hier, ne? Hier fehlt noch. Und hier fehlt noch. So, dann fehlt nur noch hier die Bude. Aber das fehlt doch nicht. Was ist das für ein nutzloses Ding hier? Das ist total nutzlos, das Teil. Okay, wir haben Wind gemacht, jetzt haben wir Regen gemacht. Geil. Ich bin der Wettermeister. Süß. Den können wir perfekt platziert, genau auf dem Body von der Schnalle. Von der Schnalle! Feuchtes Heu. Ah ja. I always know when it's gonna rain. Neither my body nor the weather report had rain on the forecast. But as soon as you completed that second totem pole, the heavens opened up. I'm not sure what's happening here. But I think we need to find that third totem pole fast. Maybe there's something that can help us in the shed. Ist sie Texanerin oder? Ja, zur texanischen Slang. Münze und eine Blume. Da ist die Münze. Blume? Mondzuckerstange. Ist hier irgendwo eine Frau? Da ist ein Roboter. Du brauchst einen Aufziehschlüssel. Da. Du brauchst einen Aufziehschlüssel. Billardkugel. Mond, Zuckerstange. Ich sehe keinen Mond. Ich sehe auch keine Zuckerstange. Das sieht aus wie ein Gammeltoast da hinten. Mond und Zuckerstange. Weiße sehe ich. Gürtel und eine Fliege. Da ist die Zuckerstange. Gucke an, ist er. Gürtel und eine Fliege. Das sieht aus wie Eis. Gürtel. Da ist eine Fliege. Krebsschere, Armband, Zollstock. Das ist ein Zollstock. Krebsschere. Ist nicht die Krebsschere, ist eine Gartenschere, ne? Ist ja nichts. Armband ist das. Das war nicht das Armband? Das sind zwei Armbänder. Da ist der Mond. Da ist ein Armband. Da. Die Krebsschere. Billardkugel. Ist die hier drinne? Wo ist denn die drinne? Die muss irgendwo drin sein. Wo ist die Billardkugel? Irgendwas muss ich für die Billardkugel noch machen. Was müssen wir machen? Ah, guck an. Aha, du hast einen Meißel gefunden. Okay, wir haben den Schuppenschlüssel.
losen Händen komme ich nicht an die Leiter. Ich habe ein Seil. Ich habe feuchtes Heu. Wir gehen erstmal zum Schuppen. Wo waren der da? Oh, guckt mir so grimmig. Ah, hier, Hakenstange. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles? Der Schuppen sieht fast genauso aus wie vorher. Oh, was ist denn hier? Was? Was war denn das gerade? Wenn ich eine Schablone hätte, könnte ich etwas aus diesen Material machen. Ah, der. Ich finde es immer gut in Point-and-Click-Spielen, wie die immer Sachen wissen, bevor sie passieren. Also, bevor sie sie brauchen. Hat mich eh immer verwundert im Hauptspiel, dass ich diesen Feuerlöscher nicht mitnehmen konnte. Der war so rot und signalig. Und ich konnte ihn nie mitnehmen. Oben mal runter. Hier, gucke an Karte. Mach Licht an. Orten die Kartenteile so an, dass der Ort des dritten Totempfahls angezeigt wird. Das ist nicht der Rand, das ist der Rand, ne? Ja. So. Das muss nach oben. Das muss da rüber. Ja gut, das ist jetzt, ne? Das ist jetzt eigentlich. Du hast die Karte zum dritten Totempfahl erhalten. Na geil, danke. Ich freue mich. Oh, ich hab noch was mitgenommen. The third totem pole is in the forest behind the museum shed. We only have an hour left before dawn. Hurry. Na dann hinter! Feuer! Los jetzt, mein Freund! Hier. Nee, falsch. Da lang. An dem Toten fehlt ein Flügel. Hab ich nicht. Hier ist Bastelstunde. Suchstunde. Löwe, Himbeere, Teppichmesser. Himbeere. Schlange, Wäscheklammer, Domino, Domino-Säg, Wäscheklammer sehe ich nicht, Hahn-Säg, Mond, Spinne, Schmetterling, da ist die Wäscheklammer, Schmetterling, Spinne, Mond, Teppichmesser, Löwe, und Teppichmesser. Zack. Und der Löwe. Da. Ein roter Ring. Was ist hier? Hier gibt es irgendwas zu tun. Das ist das Tintenfass. Was mache ich damit? Tintenklecks. Und jetzt? Wo mache ich hier hin? Hä? Was? Ach da. Ein roter Ring. Das ist ein Auto, das ist rot. Hier ist eine Peperoni. Chilischote, keine Ahnung. Wie machst du denn den roten Ring? Ach hier, ah. Ja, na klar, jetzt sehe ich's, wa? Du hast ein Teppichmesser gefunden. Ja, geil. Was mach ich damit? Genau. Ich brauche etwas leicht brennbares wie Zunder oder Stroh. Hier feuchtes Heu. Ach nee, sowieso. Ah, da kommt's mir. Siehst du? Oh, das schießt dann immer einfach so wie ein Gedanke schießt den anderen weg. Haha, da haben wir trockenes Heu. Und das brennt, du, das sag ich. Schatullenschlüssel. Für was für eine Schatulle? Ich hab nichts zum Anzünden. Verdammte Scheiße hier. An dem Totem fehlt ein Flügel. Ob ich ihn wohl reparieren kann, indem ich hier etwas mit dem Flügel mache? Was? Ich brauche ein Seil und einen Bogen zu basteln. Ah ja, hier, Seil. Hammer. Hallo? Hab ich.
Aber ich habe halt nichts. Ach so. Aber was machst du mit dem Bogen jetzt eigentlich? Wieso kann ich hier nichts machen? Weil ich keinen Flügel habe, oder was? Aber wo ist denn der Flügel? Okay, wir müssen retracen. Ah, ich muss den noch bauen, den Flügel. Das ist schon merkwürdig. I call it. Achso, trockne das Feuer. Was? Trocknest das Feuer, fuck jetzt irgendwas ab und lösch es dann. Nee, trocknest das Heu. Feuer zu machen, brauchst du einen Flügel. Ja. Muss ja auch was grillen. Wenn du Feuer machst, musst du grillen. Das ist schon merkwürdig. Wir haben den ersten Totenpfad zusammengebaut, dessen Strohstreifen im Wind stehen sollten. Strohstreifen. Stoffstreifen im Wind stehen sollten und der Wind durch ein Loch gepfiffen hat. Und plötzlich fängt es an, windig zu werden. Der zweite Totenpfahl steht neben einem Brunnen und das Wasser läuft daran herunter. Und sobald er fertig war, fing es an zu regnen. Selbst in diesem übernatürlichen Metier versuche ich, auf dem Teppich zu bleiben. Doch könnten die Totenpfähle das Wetter beeinflussen? Ne. Ne. So ein Glück. Anweisung für den Flügel des Totenpfahls. Ich muss zuerst eine Schablone suchen. Dann den Flügel ausschneiden, dann meißeln, dann schleifen, anmalen und versiegeln. Hätte ich doch früher bloß mehr mit Holz gemacht. Aber mit deinem Holz. wie clever. Dr. Walters hat auf dem Dachboden der Bar einen geheimen Stapel seiner Notizen mit dem Standort der Totempfehle hinterlassen. Irgendetwas hat sich jedoch zerrissen. Ja, irgendetwas. Könnte natürlich ein Eichhörnchen gewesen sein. Na klar, das Eichhörnchen hat die in exakt viereckige... Was waren es? 10 Stücke gerissen oder so? Ich weiß nicht. Es könnte natürlich ein Eichhörnchen sein. Doch ich bezweifle es. Der dritte Totempfahl steht anscheinend im Wald hinter dem Museumsschuppen. Ich muss mich beeilen. Die Sonne geht bald auf. Der dritte Totempfahl sieht am schwärzesten aus. Rassist! Es fehlt ein ganzer Flügel. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Ein Schritt nach dem anderen, nehme ich an. Suche ein Stück Holz, um einen Flügel auszuschneiden. Und dann einen geeigneten Arbeitsplatz. Hoffentlich kommt dann alles von selbst. Hier ist das Holz, oder? Bam, ey. Das ist halt einfach die Erfahrung, ich meine. Hier, Bleistift. Zack, 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 zack. Hier. Hallo? Ich kann das nicht. Muss aber hier erstmal mit Papier hier, wie heißt das? Wir kommen gerade nicht drauf. Ah, mit dem Meißel muss ich die Teils einritzen. So. Das hat aber keiner gesagt. Jetzt kann ich schleifen. Ah, schleifen. Das Lösemittel für die Verwahrung muss zusammengemischt werden, bevor ich damit malen kann. Ich habe keinen Pinsel. Also ich habe einen, aber ich habe hier keinen Pinsel. Verdammt. Curses. Hier ist nirgendwo ein Pinsel. Schatullenschlüssel. Für welche Schatulle und warum habe ich einen Feuerlöscher? Weil das nachher alles in Brand steht. Da bist du auf einem heißen Weg. Aber wo kriege ich einen Pinsel her? Schatullenschlüssel. Für welche Schatulle? Ah, hier gucke. Zack. Schatulle, Pinsel. Richtig. Richtig geeimert, die Leute hier. So, rein da den Pinsel in die Soße. Drüber pinseln. Geil.
Und hier schön noch besprühen. Zack, hammerhart. Und Feuer. Und los geht die. Ja! Ah, 1:1, wie mächtig. No! He's going to burn this whole place to the ground. The time has come for this place of my defeat to die too. It doesn't matter that you have suffered the rain by rebuilding the totem. The flames in my heart burn hot. I'm sorry. Made me steal the shaman's stick. I couldn't help myself. We must stop him. He intends to spread the fire through a ritual to destroy this whole area. Dass sie das immer alle mit dem Sound nicht hinkriegen. Der Regen, ne? Der ist so laut und sowas. Und die Stimmen der Sprecher sind immer so leise. Warum kriegt denn keiner einen ordentlichen Soundmix hin, ey? Oh, ist das belastend. Aber jetzt kommt's, ne? Der ganze Wald brennt. Hier, ihr brennt alles. Aber ich hab den Feuerlöscher der Gerechtigkeit. Oh, oh, ich muss mehr machen. Entschuldigung. Hier. Entschuldigung. Hallo? Wie jetzt? Das kommt immer wieder. Ich kann nicht gewinnen. Ja. Das Feuer geht außer Kontrolle. Ich muss einen Pfad löschen, um durchzugehen. Ach so. Stop. There's nothing you can do now. Alter. I've prepared all the totem poles and know that they were meant to call down rain in times of drought. Together, we'll summon enough rain to put a stop to you once and for all. But he still holds great power with the shaman stick. Not anymore. With the shaman stick. Goodbye, father. It's time for you to rest. Ah, das ist dein Vater. Oh no! Die nimmt dir Papa einfach den Stab weg. Geil. Aber was ist jetzt? It's done. I'm sure that no more spirits will ever bother you again, Iris. Thank you for everything. Ich liebe diese Spiele. Die sind einfach geil. Ich liebe sie einfach. Point and Click ist einfach mit das Beste. Ah, geil. Bonuslevel ist auch durch. Nice. Lass auch mal hier die geilen Credits durch. Tja. Gut. Haben wir wieder ein Spiel abgeschlossen. Wieder eins durch. Es läuft. Läuft da nicht. Aber doch ganz schön viele mitgemacht da bei den Boys hier. Primal Erotic. Trailer Hit. Hä? Hard and Low. Get Low. Get Low, Get Low, Get President Michael Tatka. Ariella Lehrer. Das war's, oder? Ja, das war's. Kia Rossschlitt kennen wir schon. Bam. Paranormal State, Poison Springs, hart vernichtet einfach nur das Spiel, hart vernichtet. Hintergründe, hier kann ich mir noch geile Hintergründe auf den Desktop laden. Am besten einen von denen hier, also wer will nicht ihn als Hintergrund haben, da flippst du doch aus. Da flippst du doch einfach aus. Vor allen Dingen, die sehen alle scheiße aus, ne? Die eine, die halbwegs hübsch ist, bei der machen sie als Hintergrund eine Fresse, möchte sie reinschlagen. Ja, hier kann ich mir noch die Storys durchlesen. Das kennen wir aber alles schon vom Anfang. Auszeichnungen. Oh, ich habe nicht die 20 Wölfe gefunden. Oh. Verdammte Scheiße. Das habe ich nicht freigeschaltet. Ich spiele eine Wimmelbildszene weniger als einer Minute durch. Habe ich auch nicht, oder was? Alter, das soll gelogen.
Das halte ich für gelogen. Boah, Achievement Hunter. Ich weiß ja auch nicht, welche abgeschlossen sind und welche nicht. Ich weiß es nicht. Team ist Trailer, gibt es auch noch. Da bin ich raus.